Auf unreinen Topfscherben hockend, weist er im Bewusstsein des Avatara Data Treya der unverstehenden Mutter, dass dort, wo Gott sich manifestiert, die irdischen Begriffe von rein und unrein ihre Bedeutung verlieren. Während er nach außen hin die Rolle eines Hausvaters und hochmütigen Gelehrten spielt, wie alles, was er tut, über alles Maß mit der vollen Kraft Bhagavans offenbart er sich den auf sein Wissen Stolzen. Besieger der Welt, der aller Gelehrten dem Wettkampf im Diskutieren herausforderte, als der Herr über alle Universen. Doch als er, ein Jahr nach dem Fortgang seines Vaters, brauchgemäß in Gaia den Totenkult für ihn vollzieht und er die Tempelbrahmanen von der Prema Bhakti Lakshmis zu ihrem Gatten und Herrn Narayana singen hört, da verlagert sich plötzlich der Schwerpunkt seines Wesens. Das immer in ihm vorhandene Wesen Radhas und zwar vor allem der von Krishna getrennten Radha tritt aus ihm hervor. Es folgt ein Jahr fast ununterbrochener Gottesoffenbarung in seiner Vaterstadt Navadvipa. Es ist ein Jahr, das den Texten gemäß zahllose Weltalter umspannt. Staunend, in fassungslosem Glück, erkennen die Seinen ewig Beigesellte aus früheren Lilas, die ihn bisher oft ermahnten, doch seinen eitlen Gelehrtendünkel aufzugeben und ein Bhakta Krishnas zu werden, ihn nun als ihren göttlichen Herrn, Freund, ihr Kind, ihren Geliebten. Er vermag nicht mehr seine Schüler, es sind seine jungen Freunde, die Gopas aus der Lila von Vraj, in Sanskrit und der Philosophie der Sanskrit-Grammatik zu unterrichten. Jedes Wort, jede grammatische Bezeichnung erklärt er als Krishnas Namen. Bald sein Wesen als Bhagavan, bald als dieser oder jener Avatara oder als Bhakta offenbarend, vergehen die Tage und Nächte im Kirtan. Doch nur im engsten Kreis vor wenigen, die zu dieser Lila gehören, lässt er sein Wesen als Radha, die sich verzehrend sehnt, Krishna, dem Fernen, wieder dienen zu dürfen, hervortreten. Insgeheim oder in Andeutung, die kein anderer versteht, sagt er den Bhaktas, wer sie in anderen Lilas sind. Alle Möglichkeiten eines Lebens in Gott werden von Krishna Chaitanya und den Seinen dargestellt. Was Dienen ist, was Rasa ist, die Lebendigkeit des Herzens, die Wachheit, die unerhörte Geistesgegenwart und Anspannung und Beweglichkeit, die das Dienen in jedem Augenblick von den Bhaktas erfordert. Der Bhakta hat keine Zeit zum genießenden Erleben einer Lila oder des Anblicks Gottes. Er dient flink, immer schneller und völlig erschöpfend, je nach der oft rasend schnell sich ändernden Szene und Stimmung der Lila, mit Leib, Herz, Sinnen, Geist und jedem Wort. Er kann ja gar nicht anders als dienen. Eigensüchtiges Genießen und Erleben, das sind Sachen, die schon der Gyani der Shastras längst hinter sich gelassen hat. Doch der Atma des Gyani hat sich den Werken der Chaitanya-Schule zufolge in den Glanz und die Starrheit des ruhevollen Absoluten vergafft und ist selbst starr geworden. Der Atma des Bhakta ist hingegen ganz und gar Dienen geworden. Er ist überaus lebendig und beweglich im Dienen, denn die Lila verändert sich in jedem Reiche Gottes in jeder Sekunde.
Doch besonders intensiv ist die Beweglichkeit in jenem Reiche, wo Bhagavan als Fülle der lieblichen Ausgelassenheit spielt. Denn hier begibt sich Gott in jedem Augenblick in Situationen, die wegen der Fülle der Lieblichkeit und unbekümmerten Ausgelassenheit, die Gott selber ist, bei den Seinen fast ständig wilde Besorgnis um seinetwillen hervorrufen. Und alle 24 Stunden des Tages konzentrierteste Angespanntheit des Dienens herausfordern. Alle Unendlichkeit des innersten Gottesreiches Goloka Vrindavana entfaltet sich nun in Chaitanyas Vaterstadt Navadvipa. Doch nur die ewigen zu dem Spiel gehörenden dürfen in ihrem Dienen Zeugen dieser Geheimnisse werden. Er ist ja in diesem Weltalter der verborgene Avatar. Den Regeln des äußeren religiös-sozialen Gesetzes hohen sprechend, zerrt Chaitanyas Bhakta Srivasa, er ist Narada, der Krishna-Lila, seine Schwiegermutter, die Gott abgewandt ist und sich aus Neugier in den Raum eingeschlichen hat, wo das Kirtan stattfand, aus dem Hause. Die Türen bleiben nun fest verschlossen, werden wohl bewacht. Die Gottabgewandten, die Heuchler, bleiben ausgeschlossen. Fußnote 301. Im Naradiya Puranam heißt es: Ein offensichtlicher Gefallener und Sünder ist besser, denn er sinkt allein in die Tiefe. Ein nach außen hin religiöser Mensch, der ein Heuchler, Pajandi, ist, bringt aber sich und andere in die Tiefe. Sie halten Chaitanya weiter für einen Weltgelehrten und Hausvater. Oftmals kommt es in der Lila Chaitanyas zum Ausdruck, dass er, der Ewige, sich auf die Dauer nicht verbergen kann. Immer größere Massen drängen sich am Tor. Einzelne sind darunter, die mitdienen wollen und sehnsüchtig um Zugang flehen. Als die aufgereizten Bürger, deren Nachtruhe durch Gesang des Gottesnamens gestört wird, die Bhaktas bei den mohammedanischen Behörden denunzieren und Gerüchte gehen, der König werde Truppen schicken, und als der oberste Richter von Navadvip nun das Kirtan verbietet und die Trommeln und Musikinstrumente des Preissangs zerschlagen lässt, da brechen alle Schranken. In sieben Gruppen mit brennenden Fackeln ziehen die Bhaktas von Chaitanya geführt zum Haus des Kaji, des mohammedanischen Richters. Fast alle Bewohner der Stadt, nicht nur die Gottabgewandten, auch Diebe, welche die Gelegenheit benutzen wollen, geraten in ein Irresein, das einer der Sanjari-Bhavs der Prema Bhakti ist. Durch die Augen der Bhakti, das ihnen Chaitanya verliehen hat, schauen sie ihn, der kein Bewusstsein der Welt mehr hat, als den Avatara Rama mit dem Bogen, der die Dämonen vernichtet. Und vor dem Amtssitz des Richters angelangt, befiehlt er im Bewusstsein des Weltvernichters Rudra, das Haus zu zertrümmern und zu verbrennen. Mit Mühe gelingt es den Bhaktas, seinen Bhav des Zürnens in einen Bhav der Gnade umzuführen, und er lacht und lässt ab. Historisch gesehen ist dieses Ereignis der erste Aufstand der Hindus von Bengalen gegen die mohammedanische Zwangsherrschaft. Bald darauf, als er vernimmt, dass die Widersacher ihn schlagen wollen, wobei sie unermessliche Schuld auf sich herabziehen würden, kündigt er der Mutter und den bestürzten Bhaktas an, dass er das Haus verlassen wird, um ein schweifender Sannyasi zu werden. In tiefster Trauer wird den ewigen Gefährten Chaitanyas bewusst, dass nun eine ganz neue, tragische Lila Gottes beginnt. Der Untergrund des Geschehens aber ist, dass Chaitanya sein Wesen als Radha,
die von Krishna verlassen wurde, nun nicht mehr zurückdämmen kann. Er will nun endlich nach Vrindavan ziehen, dorthin, wo die Rasaspiele Krishnas und der Gopis stattfanden. Und als es ihm verwehrt wird, so will er doch zumindest nach Puri wandern, dorthin, wo der berühmte Tempel steht, in dem Krishna als Jagannath, als Herrscher des Weltalls, verehrt wird. Dieser Tempel symbolisiert die Stätte Kurukshetra aus der Krishna-Lila, wohin Radha und die Gopis, die Vrindavan sonst nie verlassen, hinzogen, um Krishna, der seine Königslila spielte, nach langen Jahren der Trennung endlich wiederzusehen und heimzuholen. In der erregenden Lila Chaitanyas in Puri, die nun anhebt, manifestiert er noch wiederholt sein Wesen als Bhagavan, als Gott der Allmacht, als Gott der Lieblichkeit und als dieser oder jener Avatara. Als Yuga-Avatara des finsteren Zeitalters Kali-Yuga lehrt er unermüdlich die Bhakti, das Durchdenken und Singen der Gottesnamen. Doch Chaitanya lehrt nicht bloß. Überreichlich schenkt er die höchste Bhakti, die Prema Bhakti, das, was kein Yuga-Avatara je vermochte. Und nicht nur schenkt er, gleich Krishna, Prema bloß denen, die würdig sind, den Würdigen und Unwürdigen, selbst Verbrechern und den Stämmen der wilden Waldmenschen, schenkt er Prema Bhakti durch die leiseste Berührung, durch seinen bloßen Anblick. Ja, durch den Anblick derer, die er auf dem Wege umarmt hatte oder die ihn geschaut hatten. Wie ein geheimnisvoller Blütenduft verbreitete sich auf seiner Pilgerfahrt bis zur äußersten Südspitze Indiens die Kunde von seinem Kommen. Und wie Bienen, die unwiderstehlich von dem Dufte angezogen werden, strömen die Menschen rings herbei, um den Sinn ihrer Geburt, den Sinn ihrer Augen zu erfüllen und ihn zu sehen. Mehrfach wird im Chaitanya Bhagavata berichtet, dass Chaitanya eine Prema Bhakti, die Brahma, der Weltenbildner und Vyasa und Shuka und andere große begehren und nicht erhalten, den Niedrigsten schenkte. So wandert er jahrelang durch die weiten Länder Indiens, heiligt, wie es heißt, den Staub der Erde unter seinen Füßen, heiligt neu die heiligen Flüsse, die er durchwatet, und die heiligen Stätten, die er betritt. In vielen Hunderten von Tempeln tanzt er und singt er Kirtan vor den Bildgestalten der vielen Aspekte des einen Gottes. Im Bewusstsein, ein Bhakta, ja ein Bhakta seiner Bhaktas zu sein, vergisst er sich selbst, vergisst die Welt, tanzt. Zum Beispiel, verzückt in Bhuvaneshwara vor seinem großen Bhakta Shiva, so wie einst Rama seinen Bhakta Shiva verehrte und ihm einen Tempel baute. Chaitanya flocht, so sagt das Chaitanya Charitamrita, den Blütenkranz des Gottesnamens um den ganzen Samsara. Aber wenn in dieser neuen Lila Gottes auf Erden der leiseste Anklang an das geheime Spiel Krishnas und Radhas an Chaitanyas Herz rührt, da ist die Lila aller zahllosen Gottesaspekte und Gottesreiche wie ein dünner Firnis von ihm weggewischt. Als Chaitanya auf der Pilgerfahrt nach Süden seinem vertrauten Freund Subal aus der Krishna-Lila begegnet, vor dem er keine Geheimnisse hat und der nun als Rai Ramananda, der Kaste nach ein Shudra und dem Amt nach ein Minister und Feldherr und Vizekönig der südlichen Provinzen des großen Reiches Orissa ist, da steigt alles wieder auf. Da ist Krishna Chaitanya, einzig Radha,
die von Krishna getrennt ist, die Krishna nicht mehr unmittelbar dienen und zu beglücken vermag. In der Einsamkeit am Ufer des Stromes Godavari bittet Chaitanya den wiedergefundenen Freund, das zu sagen, was zu sagen ist, das heißt, von Krishna zu berichten und wie man als Bhakta zu ihm gelangt. Denn Radha, die Fülle aller Bhakti, die Göttin Bhakti, glaubt ja zuweilen, keinen Tropfen Bhakti zu haben. Auf der untersten Stufe des Bhakti-Wegs beginnt Rai Ramananda. Vishnu, das heißt hier den von Zeit und Raum unbegrenzten Gott, Vishnu durch treue Erfüllung der Pflichten zufriedenzustellen, das sei das Ziel. Chaitanya wischt es weg. Das ist äußerlich, meint er. Sag etwas Wesentlicheres. So steigt Rai Ramananda in Stufen auf bis zu Prema Bhakti. Das mag angehen, meint Chaitanya. Aber sage mehr. Endlich beginnt Rai, Krishnas Wesen zu schildern, wie es beim Dienen in Prema erkennbar wird. Und auf Chaitanyas Bitte schildert er dann Radhas Wesen und ihrer beider Liebe zueinander und die dienende, erkennende Liebe der Gopis, die kein Glück für sich selbst begehren, sondern nur das Glück des geliebten Paares, das sie auf tausendfache Weise zusammenbringen suchen. Längst merkt Rai Ramananda, dass er gar nicht aus eigener Kraft spricht, dass Chaitanya selbst, der sehnsüchtig fragt, mit seiner Shakti, der göttlichen Erkenntnis und des Glücks, aus seinem Munde antwortet, so dass Rai Ramananda die innerste Lila zu beschreiben vermag. Doch als Rai das Mysterium von Radha, die mit Krishna ewiglich eins und doch zuweilen von ihm getrennt ist, zu schildern beginnt, da legt Chaitanya ihm Schweigen gebietend sanft die Hand auf die Lippen. Das, was Vrindavan Das nach der Inhaltsangabe am Beginn des Chaitanya Bhagavata zu schildern beabsichtigt, zum Beispiel wie Chaitanya im Bewusstsein, im Bhav des Bhakta und im Bhav Radhas vor dem Wagen Jagannaths tanzte, was er aber nicht ausführen konnte, weil er in die Lila seines Guru Nityananda Balaram ganz versank, das vollendete der letzte der großen Biographen Chaitanyas, Krishna Das Kaviraj im Chaitanya Charitamrita. Er sagt, er esse mit Erlaubnis Vrindavan Dasas, die Speise, die dieser übrig ließ. Erst durch die Wechselreden und Gesänge Chaitanyas und der Seinen vor dem hohen Standbild Krishna Jagannaths ist der Sinn des Wagenfestes Jaggernauts, von dem schon die ersten abendländischen Besucher Indiens in verzerrter Weise raunten, wieder offenbar geworden. Wenn Chaitanya vor der Holzgestalt von Krishna Jagannath steht, da steht Gott in Gestalt des goldstrahlenden Gauranga Chaitanya vor Gott. Da steht der Bhakta, der sich ganz unwürdig fühlt vor Gott. Da steht die im göttlichen Wahnsinn so lange delirierende Radha vor Krishna. Über den Zeitenabgrund von 4500 Erdenjahren, die nach irdischer Chronologie seit der Krishna-Lila vergangen sind, hinweg spricht Radha zu Jagannath, Krishna, auf dem hohen Wagen, setzt in kühner Rede das Gespräch fort, das einstens in Kurukshetra begann. Was sind tausende Jahre in der Lila Gottes? Weniger als ein Augenblick.
In doppelsinniger Rede, Fußnote 306, vergleiche die doppelsinnigen Reden am Beginn des ersten Rasa-Spiels. Bhagavatam 10.29, Seite 125. In doppelsinniger Rede wagte damals Krishna den Gopis zu raten, ihm in Bhakti von Ferne zu dienen, und Radha sagte, Bhakti ziehe die Menschen aus dem Brunnenloch des Samsara heraus. Wo ist das Brunnenloch des Samsara? So verhöhnt Chaitanya in seiner Liebe, das heißt Radha, nun den Krishna von Kurukshetra. Wie sehr habe sie sich bemüht, Krishna zu vergessen, und das gelinge ihr nie. Wenn bei Jagannaths großem Wagenfest Krishnas Bildgestalt auf dem riesigen Wagen von Puri, das Kurukshetra symbolisiert, auf der heiligen Straße nach dem Tempel von Gundicha zieht, der Vrindavan bedeutet, dann holen Radha und die Gopis ihren Krishna aus dem Reiche der Gottesmajestät in ihre ewige Heimat, die Auen von Vrindavana, zurück. Obwohl Lakshmi, Narayans Shakti, voll gekränktem Stolz, Mana, es zu hindern, sucht.